Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute wieder ein Unboxing für euch, und zwar von der Goodie Box. Habe ich gerade bekommen und wollte euch das schon mit filmen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video, und falls ihr solche Videos sehen möchtet, dann lasst mir gerne ein Like da oder kommentiert, und über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Und ich sage viel Spaß! So sieht der Box aus. Ich habe gerade schon der Packung der Karton hier rausgenommen. Und so sieht der diesen Monat aus. So lila-mäßig. Ja, das kann man sagen. Lila, ne? Und wir machen den mal auf. Lila und Orange drinne. Oh, da ist jetzt eine Karte drin. Es kommt ein Voucher. Das ist alles auf Englisch, ne? Ja, das ist diese Karte hier. Kenne ich gar nicht, die Frau. Das ist die Gründerin, ne? Glaube ich. Founder and Owner. Ja. I hope my products will help you the way then they helped me. Okay. So, ich bin gespannt. Heute mit Brille. So, schön. Wie sieht das aus? Ein Gutschein mit 10 € drauf. Ja, Lust, falls jemand. Ach so, die Sachen sind drinne fürs Haar. Und ja, nicht schlecht. So, ich würde sagen, wir fangen mal an jetzt. Und zwar, wir haben hier von B.Tan oder so heißt die Marke. Die haben keinen Flyer mehr drin. Ich glaube, das bekommt man per E-Mail. Aber ich werde euch versuchen, die Preise einzublenden. Und zwar, das soll eine Violett Bass Base. Ja. Ich schreibe es euch alles unten hier. Blende ich euch ein, wenn ich das finde. Das ist eine Mousse für Zar bestimmt, oder? Love at first tone. Darker. 1 hour self-tan Mousse. Ja, ich glaube für Zar, ne? So eine Schaumfestiger oder so. In eine große Flasche. Und zwar 200 Milliliter drin. Dann haben wir hier von Buticals Fresh Care Lavendel Feuchtigkeitsspülung. Braucht man immer. Für empfindliches Haar, hydratisiert das Haar und entwirrt. Okay, vegan steht auch hier, und 150 Milliliter von L'Oréal Paris ist die Marke, und steht hier noch klein geschrieben 98 natürlicher Ursprungs. Ist immer gut zu wissen, ne? Und ja, schön, freue ich mich. Ich benutze sehr gerne Spülungen. So, dann haben wir hier ein für die Augen, Revitalisierung. Vitalizing Care Repair von DE Cool Nummer 15. Okay, die Marke sagt mir schon was. Hatte ich schon einige Produkte, glaube ich. Sehr klein die Tube. Schreibt es mir unten gerne, ob ihr auch die Goodie Box kennt. Ja, würde mich interessieren. Und ob ihr auch abonniert habt, oder ich habe die nur diesen Monat, und dann habe ich die pausiert. Mal schauen, ob ich die wieder, ne? Reparende und bleibende, beliebende Augencreme. Genau. Steht sogar auf meiner Sprache. Ja, ist gut. Und wie viel Milliliter? 7 Milliliter drauf drinne. Naja, was auch sonst. So, dann gibt es hier von, wie heißt die Marke? Blurring Primer. Eine Primer Satin. Soft Blurring Primer. Ja. Fixes Foundation and Finishes Komplexion für komplette Matte Perfection. Ja, genau. Sehr schön. Ein Primer. Von Ultra Prime oder so. Und das ist 30 Milliliter drauf. Drinne. Ich schaue mal, alles in Gold. Sehr schön gemacht.
Ihr seht, das ist alles rosa. Riecht sehr, hat fast keinen Geruch, aber sehr natürlich. Sehr schön, finde ich. Und sehr angenehm auf der Haut. Ja, gleich eingezogen. Freue ich mich. So, jetzt das letzte Produkt. Das ist von dieser Marke. Von Erlust. Oder ja, Lust, glaube ich. 45 kaumbare Gummis, zuckerfrei. Sorry. Vegane Nahrungsergänzungsmittel. Oh, das ist so gummigartig. So Fruchtgummi. Da freue ich mich, weil ich so was sehr gerne esse. Ich bin ja eine Naschkatze. Ja, freue ich mich. Noch zu hier mit Plastik, oder? Ja. Kann man nicht riechen. Ich glaube, da muss man 3 Gebrauchsanweisungen, 3 Gummis pro Tag nach dem Essen und Wasser. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht, darf nicht überschritten werden. Okay. Ich riech mal. Ich das. Ja, Lippenstift. So, schauen wir mal. Riecht so fruchtig, so nach Erdbeere oder so. Sehr weich gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Tage das reicht. Sieht so aus. Kann ich gleich nach dem Mittagessen 3 Stück nehmen. Freue ich mich schon. Ja. Ich freue mich über meine Gummis. So, meine Lieben, ja. Ich würde sagen, ja, wir sehen uns demnächst und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne, wie gesagt, Feedback da lassen oder abonnieren. Ich freue mich riesig und ich sage noch ein schönes, habt ihr noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao!